Hallo und herzlich willkommen zu einer Outdoor-Folge der Sicherheitsphilosophen. Guten Tag. Wie versprochen, vorletztes Wochenende haben wir aufgenommen. Wie in der letzten Folge vorhergesagt? Genau. Haben wir gesagt, wir sind dieses Mal auf dem Breitscheidplatz. Und das sind wir auch tatsächlich. Wir sind nicht auf dem Breitscheidplatz, wir sind auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz. Zwischen Berlin, Zoologischen Garten und dem tatsächlichen Zoo, zwischen Kudamm und Budapester Straße. So, Carla Kolumna, erzähl mal, was planen wir heute hier? Was ist unser Thema? Ja, unser... Schönen guten Tag, ich bin die Carla. Nein, unser Plan heute ist einmal den Weihnachtsmarkt abzulaufen, um uns anzugucken, was von dem, was in dem Zeitungsartikel stand über die Straßensperrung, was davon in echt jetzt übrig geblieben ist und vor allen Dingen auch mal anzugucken, was die aufgebaut haben. Also kann ich wirklich nicht in die Straßen einfahren, wenn ich nicht von der Feuerwehr, der Polizei oder von der BVG bin? Wie hat man das genau umgesetzt, dass ich da nicht einfach eine Plastiksperre, also so eine Plastikbarke durchbreche? Haben wir vielleicht sogar Personen vor Ort, die mich aufhalten, meine Berechtigung erfragen, was auch immer? Und ja, dann gucken wir mal, was wir noch so alles finden. Oder nicht. Wir wissen es nicht. Wir waren ja noch nicht drauf gewesen. Genau, vielleicht paar Hintergrundinformationen für diejenigen, die letzte Folge nicht gesehen haben. Seit gestern, also gesehen, vor allen Dingen gesehen auf YouTube und gehört auf Spotify, Google Podcast und diversen anderen Plattformen. Wir sind heute hier am Dienstagabend, 17 Uhr, am Zoologischen Garten unterwegs. Das heißt, seit gestern, seit dem 25.11. am Montag, hat der Weihnachtsmarkt offiziell geöffnet. Letzte Woche liefen die Vorbereitungsmaßnahmen. Das heißt, wir können jetzt tatsächlich davon ausgehen, dass auch sämtliche Sicherheitsvorkehrungen abgeschlossen sind. Vielleicht noch als kleiner Zusatz. Heute am Dienstag fand in Berlin, für alle, die nicht aus Berlin kommen, es vielleicht nicht mitbekommen haben, eine Demo der Landwirte statt. Also da sind relativ viele mit Traktoren angereist, um gegen das neue Agrarpaket, glaube ich, zu demonstrieren. Das heißt, die Stadt ist nicht nur durch die Sperrung des Weihnachtsmarktes oder der Weihnachtsmärkte besonders belastet, sondern auch noch durch einen Haufen Trecker, die durch Berlin fahren und stellenweise für Sperrungen sorgen, weil sie da halt noch demonstrieren und sich alle sammeln, gerade so um den Bundestag herum und vor allen Dingen auch um die Siegessäule herum. Hat aber auch einen riesigen Vorteil an dieser Stelle. Das heißt, wenn wir davon ausgehen und zumindest an der Stelle, wo wir momentan stehen, fahren die Traktoren auch in Reih und Glied. Kriegt man nochmal so ein kleines Bild dafür, wenn du so einen Trecker hast in der Größe, dann hat er zumindest von der Breite und vielleicht auch von der Höhe ein Ausmaß wie ein LKW. Er ist nur nicht so schnell, dafür hat er vielleicht auch ein bisschen mehr Power, keine Ahnung. Ja, nicht mal das. Aber es gibt zumindest mal ein Vergleichsbild her, möglicherweise, wenn man das in den Straßenzügen neben dem Breitscheidplatz sieht. Genau, darum meine neue politische Devise, weg mit den LKWs, her mit den Traktoren. Kriegst du auch mehr zum Einkaufen hinten drauf gestaut. Ja, oder gezogen. Und die Vollgummireifen sind halt toll, weil da gräbst du dich selbst durch sämtliche Schlaglöcher in Berlin. Also die sind kein Problem mehr. Du kannst nachher noch Fitness machen. Eben. Eine Sache wollte ich noch. Ja, wir haben eine absolute Besonderheit. Wir sind heute im bewegten Bild. Also für diejenigen, ich werde mal gucken, wie wir es nachher geschnitten bekommen, ob das mit Ton auch so funktioniert, dass wir auch tatsächlich eine klassische Podcast-Folge bieten können. Aber für alle diejenigen, die sich zum Ton ein Bild machen wollen, definitiv diesmal bei YouTube reinschalten, weil wir sprechen diesmal nicht nur darüber, sondern wir haben eine Actioncam dabei und werden so ein bisschen das hier alles dokumentieren, was wir hier so feststellen und sehen. Beziehungsweise, vielleicht versprichst du nicht bewegtes Bild, aber zumindest, dass wir Eindrücke vom Weihnachtsmarkt sammeln und diese dann auch in dem YouTube-Format oder in der YouTube-Folge mit einstreuen, sodass man mal zumindest anhand von Fotos im schlimmsten Fall, sofern das mit dem Video nicht funktioniert, da nochmal einen Eindruck bekommt, wie das hier aufgebaut ist, wie sich das hier alles gestaltet. Und ihr hört im Hintergrund schon die totale Weihnachtsmusik, die Stimmung ist grandios, ja. Aber dass man zumindest mal einen Eindruck bekommt, wie das hier aufgebaut ist, falls man nicht die Zeit hat herzukommen oder vielleicht auch einfach ein paar Kilometer weiter weg wohnt, sodass ihr zumindest mal seht, wie der Berliner Senat das hier realisiert hat. Und dann könnt ihr euch auch von uns unabhängig auch eine Meinung machen, ob ihr der Meinung seid, dass das was bringt, was sie hier gebaut haben oder nicht.
Tut mir mal noch einen Gefallen, schaut mal, haltet euch mal vor Augen, guckt mal bevor, macht ihr, drückt mal jetzt kurz auf Pause, geht mal auf meine Facebook-Seite, schaut, lest euch mal den Artikel zu, die ich am heutigen Dienstag gepostet habe. Der ist natürlich auch verlinkt unten drunter, der Kommentar von in der Berliner Woche, der FDP-Fraktion Charlottenburg-Wilmersdorf. Das ist auch die Diskussion. Behaltet das mal im Hinterkopf. Auch das hinsichtlich das, was ihr gerade seht, bezüglich der Fragestellung, worüber diskutieren wir denn gerade? Diskutieren wir gerade darüber, dass es, wie kriegen wir das besonders schön, die Poller hier hin? Das war ja auch, wenn ihr euch daran erinnert oder es verfolgt habt in der Presse, ja auch tatsächlich beim Essener Weihnachtsmarkt in den letzten Tagen ganz groß, die ja ihre Betonsperren in Weihnachtsbaumformat grün angestrichen haben. Hier diskutiert, ja, die haben das, musst du mal gucken, das ist, ging durch. Ich habe dort auch meine Skepsis und meine Zweifel, dass wenn ich etwas Hohes, Schlankes hinstelle, dass das ein LKW aufhält. Aber gut, das sind jetzt erstmal Thesen. Aber lest euch tatsächlich dieses Thema, die Forderung zum Sicherheitskonzept am Breitscheidplatz der FDP-Fraktion Charlottenburg-Wilmersdorf durch. Lest euch mal meine Fragen dazu durch, die wir dort gestellt haben. Und behaltet das mal alles im Hinterkopf, wenn ihr jetzt gleich in Bild und Ton und Schauspiel seht, was wir hier dann am Ende des Tages tatsächlich beim Breitscheidplatz angefunden haben. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz deutlich davon distanzieren, dass das unsere Fragen sind, die da gestellt worden sind. Das sind nämlich nur Florians Fragen. Wir sind eins. Wir sind schon so verschmolzen hier alle zwei Wochen, dass wir da schon über unser reden können. Das heißt, wir sind jetzt Floel, oder was? Außer du distanzierst dich von den Fragen. Distanzieren Sie, was sagen Sie dazu? Distanzieren Sie sich von den Fragen? Ja, ich kann dazu leider gerade keine Aussage treffen. Ja, wenden Sie sich bitte an die Pressestelle. Alles klar, und da an dieser Stelle dann erstmal ganz viel Spaß euch mit den Bildern und diskutiert bitte wie jede zwei Wochen bei jeder Postcard-Folge ganz, ganz intensiv darüber. Genau, und dann führen wir jetzt noch was Neues ein, so total Influencer-like, weil wir jetzt schon so groß sind, ne? So folgt uns auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter, auf, ich weiß gar nicht, TikTok, auf, hast du nicht gesehen. Das haben wir zwar alles nicht, aber folgt uns. Knuddels auch, bitte. Ah, Knuddels, Knuddels, wichtig. Alles klar, dann viel Spaß und wir hören uns in zwei Wochen. Was steht da? Das sieht man von hier nicht. Anlieger frei, Linienverkehr frei, Fahrräder frei. Das interessiert halt nur einfach nicht. Da hinten, da wo es sich jetzt praktisch staut. Also irgendwie sind so Verwinklungen eingebracht worden, dass man hier im Kreis fahren muss. Aber es staut sich zurück und irgendwie trotz Anlieger, trotz Radfahrer, irgendwie scheint sich da keiner dran halten zu wollen. War der Sicherheitsdienst, der nicht verhalten ist? Ist auch gut, dass ein Diplomat direkt vor der Sperre steht mit seinem dicken Mercedes. Aber wie wir sehen, Sperre ist im Kernzerfall befestigt. Zwei voneinander getrennte Sperren stehen auf der Straße. In der Mitte steht auch nochmal eine einzelne, weiter hinten nochmal Dreier, um quasi eine S-Bewegung in den Verkehr zu kriegen. Was das jetzt alles genau bringen soll, muss mir nochmal jemand von der Behörde erklären, weil ich habe es noch nicht mitgekriegt. Vor allem, weil ich glaube, dass diese tatsächlich nur eine Wirkung bekommen, diese Sperren, wenn sie miteinander verbunden sind. Also die Gesamtheit der Kraftaufnahme, so wird das letztendlich einfach vor sich hergeschoben. Die Tatsache, dass die Dinger, wie man erkennt, anhand eines Gabelstaplers angehoben werden können, sagt ja schon mal was über das Gewicht aus. Weil die ja eine bestimmte Begrenzung haben, wann du die Dinger nicht mehr heben kannst mit dem Gabelstapler, weil er umkippt oder sonstiges. Also von daher hat das Ding, wenn es hochkommt, maximum höchstens 5 Tonnen eher weniger. Jetzt vielleicht auch nochmal an dieser Stelle der Blick zurück Richtung S-Bahnhof Zoologischer Garten und das Schild, was wir vorhin gerade eben gesehen haben. Praktisch ein Durchfahrtsverbot
für Fahrzeuge. Radfahrer sind per se erstmal frei, sowie Anlieger. Aber wie man sieht, ja, offensichtlich hält sich auch niemand dran, weil es ist so, wie wir das ja auch in der letzten Woche schon im Podcast gesagt haben, dass es hier eben letztendlich eine Querverbindung, die recht relevant für Berlin ist, beziehungsweise für den Bezirk Charlottenburg. Wenn ich natürlich hier aber keinen Kontrollmechanismus, kein Kontrollorgan habe, der praktisch das tatsächliche Anliegen überprüft und sagt, also bin ich hier tatsächlich Anrainer, bin ich Anwohner oder nicht, dann muss ich an dieser Stelle tatsächlich sagen, dann kann ich mir das Schild einfach auch sparen und die Plastikbarken genauso. Vielleicht mal zur Einordnung. Wir befinden uns gerade hier jetzt an dieser Stelle hier. Nein, wir befinden uns hier an dieser Stelle, genau. Zwischen dem Waldorf Astoria und der Kantstraße und blicken somit direkt auf Richtung Breitscheidplatz an der Stelle praktisch mit dem Weg, den auch damals Anis Amri nutzte, um den LKW in den Weihnachtsmarkt einzusteuern. Das sind diese Gitterboxen, die ja auch letztes Jahr schon da waren. Genau, die hatten wir auch schon mal gesehen. Das waren ja die Teile, die mit einer Metallverstrebung in der Mitte quasi zusammengehalten werden. Das sieht man ja nicht ganz gut. Letztlich durch zwei Schrauben mit Kontrafaktor. Oh, das sieht man. Ja, die Verstrebung hat mich. Ich nehme schon dann nochmal ein bisschen Lichtdeko auf. Ich lasse mich auch keiner sagen, dass hier jemand ist. So, also direkt vor uns stellen sich zwei Blöcke hin, damit niemand von der Gegenspur in den Weihnachtsmarkt fahren kann. Wenn du jetzt aber mal ein Stück nach rechts schwenkst, dann kommen wir wieder um die Plastikbarken und dahinter, wo auch ein Fußgänger überwiegend ist, wo auch gar keine Absperrung mehr. Muss ich mir die Frage stellen, wofür? An dieser Stelle festhalten, nach dem Motto, wir haben zu viel offensichtlich gebucht. Wir müssen die vorhandenen Sperren an dieser Stelle nochmal irgendwo ablagern und hinstellen. Es macht an dieser Stelle einfach null Sinn, aus mehreren Gründen. Ja, von der Logik her, von der einfachen Logik her, kommend hier über den Fußgängerüberweg, der recht breit ist, wenn die Puller im vorderen Bereich sieht, werden offensichtlich nicht ausreichend, einen LKW zu stoppen. Aber einfach jetzt mal von dieser Ferne aus auf sich wirken lassen. Wir stehen ja irgendwo verloren in der Mitte und können aus meiner Sicht einfach null den LKW in irgendeiner Form anhalten und aufschieben. Es wird eher eine aufschiebende Wirkung. Hier sieht man wohl auch den Gabelstapler, mit dem diese Stahlpoller, das übrigens die gleichen sind wie letztes Jahr, in Position geschoben. Also alles in allem ist einfach mega undurchdacht. Und wir haben es vorhin, als die Kamera geradeaus war, auch mal kurz gesagt, das hat einfach auch nichts mehr vom Gefühl her mit Weihnachten zu tun. Das ist einfach, man fühlt sich wie ein Käfig, wenn man da langläuft. Man fühlt sich abgesondert. Und für all diejenigen, die ein bisschen sich mit Sicherheit beschäftigen, die fühlen sich partout in keiner Art und Weise ein Stückchen sicherer, weil es letztendlich wirklich so wirkt, nach dem Motto, schau mal, was ich gemacht habe, wir haben ja was getan und damit ist alles gut. Auch die anderen Themen, die wir sonst immer so hatten an dieser Stelle, zu sagen, okay, wir sind jetzt 3 Jahre später, wir haben keinen Plan, die Stadt Berlin hat keinen Plan, der Veranstalter hat keinen Plan, was er machen würde, wenn es hier jetzt einen Angriff mit Drohnen geben würde, einen Anschlag mit Drohnen, Personen erst recht nicht. Alles in allem wirkt es einfach sehr, sehr danach, nach Aktionismus. Hier ist halt was mit dem LKW mal passiert. Sprich, das ist die einzige Gefahr. So, also, wir sind jetzt hier an der Kurfürstenstraße. Und
Kurfürstendamm, ja, Kurfürstenstraße wäre, da würden wir andere, leichtere Damen sehen. Aber auch hier, theoretisch, eigentlich sollte gesperrt sein, aber de facto fahren Autos. Wir sind uns noch nicht so einig in der Übersicht, das verlinke ich auch tatsächlich nochmal, dass ihr das nachvollziehen könnt, ob hier einseitig oder beidseitig gesperrt werden sollte. Aber alles in allem fahren hier Fahrzeuge, hier gibt es nicht mal eine Sperrung oder einen Hinweis, dass es gesperrt sein sollte. Sprich, hier kann jeder mit kleinem oder irgendwie großem Auto erstmal reinfahren. Hier haben sie sogar die Schraube vergessen reinzudrehen. Also, Raphael hat sich jetzt gerade was getraut, finde ich super, ich bewundere ja sowas. Ich hätte das jetzt nicht gemacht, aber er hat tatsächlich mit einem Polizeibeamten hier gesprochen. Und hat versucht damit die Verwirrung aufzulösen, die wir jetzt hatten hier, was die Sperrung der Straßen anging. Genau, es ist sehr interessant. Also die Straßen sind gesperrt, sogar, er hat jetzt gesagt, Tauziehen sogar eigentlich auch beidseitig. Also anders als es noch im Zeitungsartikel stand, über den wir geredet haben. Der Verkehr ist nur freigegeben für den BVG-Linienverkehr sowie Taxen mit Fahrgast. Also das wäre erlaubt. Wie man aber sieht, ist das nicht der Fall, auch auf der Budapester Straße nicht. Aussage des Polizisten war, ja, es stehen ja Schilder da, die darauf hinweisen, aber es kontrolliert halt keiner, weil die Polizei auch überhaupt keine Personalstärke dafür hat. Wenn sie jemanden sehen, dann fahren sie dem durchaus auch mal hinterher und ermahnen ihn nochmal, aber im Grunde genommen bleibt das Befahren der Straßen ahnungsfrei. Davon abgesehen, der Kollege, den ich jetzt angesprochen hatte, der ist vom Abschnitt hier quasi für diesen Bereich eingeteilt. Und die sind jetzt extra abgestellt, um auf dem Weihnachtsmarkt quasi ja, Polizeipräsenz zu zeigen. Er sagt selber, in der Regel ist es 50-50 oder geteilt. Einige fühlen sich dann sicherer, andere sind aber der Meinung, es ist eher abschreckend. Dieses Jahr ist auch, aus welchen Gründen auch immer, sagte er, erstmal kein Einsatz für Maschinenpistole 5 vorgesehen. Ja, auf jeden Fall, er muss hier 10 Stunden machen. Er steht quasi 10 Stunden auf dem Weihnachtsmarkt und da versuchen den Leuten ein besseres Sicherheitsgefühl zu vermitteln. So viel quasi zum Interview mit der Polizei. Klang ja mega begeistert. Hier sieht man übrigens gerade was anderes, ne? Also es gibt ja auch nochmal so ein Nebenfaktum, dass wenn nämlich ein RTW angefordert wird, wo du früher dann vielleicht relativ bequem und nah irgendwie in die Nähe des Standes kommen konntest oder ähnliches, heißt das jetzt erstmal abseits zu parken und bitte auch so zu parken, den fließenden Verkehr nicht zu behindern, weil wir sind jetzt wieder an der Strecke, wo wir vorhin von Bahnhof zu Logischen Garten gekommen sind. Das heißt, es ist einspurig an dieser Strecke.
Das heißt, hier sieht man aber noch was viel Interessantes. Lass mich kurz den Gedanken zu Ende führen. Das heißt, die Wege sind einfach deutlich, deutlich länger, um praktisch an einer Lücke wieder rauszukommen, wo du praktisch auf den Weihnachtsmarkt kommst. So, schwenk doch mal nach rechts. Genau, stopp. Jetzt sehen wir hier, das ist ja die gesperrte Straße, wo keiner langfahren kann. Und das gegebenenfalls geahndet wird. Und das nicht geahndet wird, genau. Was wir jetzt aber viel besser sehen ist, hier stehen überhaupt keine Sperren mehr. Das heißt, wenn ich aus dieser Richtung komme und über den nicht besonders hohen Mittelstreifen fahre, dann lande ich hier direkt in den ganzen Container. Also hier ist überhaupt keine Sicherung vorgeschrieben. Oh, also, Raphael übernimmt jetzt den sportlichen Part von uns beiden. Weil er hat jetzt mal beschlossen, am Ende der Budapester Straße hochzulaufen und bei dem vielen Verkehr, den wir hier auch, übrigens heute ist Traktordemo oder Bauerndemo hier in Berlin, bei dem vielen Verkehr, den wir hier haben, überhaupt mal zu prüfen, ist denn überhaupt auf der anderen Seite ein Durchfahrtsverbotsschild? Oder seine Vermutung ist, und ich würde tatsächlich nicht gegenwetten, weil das möglicherweise auch tatsächlich ja in irgendeiner Form die Gewinnchancen doch relativ gering sind. Seine Vermutung ist, und da sieht man es ja auch nochmal ganz gut, wie viel nach so einem Schwall offensichtlich grüne Ampel wieder fährt, wie viele Traktoren und Verkehrsteilnehmer hier jetzt reinfahren, um die Querverbindung zu nehmen. Übrigens auch in der anderen Richtung. Und wir sehen hier an dieser Stelle nochmal das, was Raphael gerade sagte. Ich habe hier in diesem Bereich keinerlei Hindernisse. Warum auch immer, weil man sich darauf verlassen hat, dass vorne abgesperrt ist, also das wäre das Ende der Budapester Straße, wären wir dort hinten irgendwo, oder dass man das hier nicht als Angriffsszenario sieht. Also null, keine Sperren, das heißt, ich habe hier ein relativ kleines, geringes Hindernis und jetzt ist gerade rot auf der Straße, das heißt, ich kann hier einmal querlaufen. Ja, natürlich, ich habe hier die Baucontainer, ich habe die Baucontainer, ich habe da vorne nochmal eine Sperre. Aber letztendlich, wenn ich am Ziel erreichen will, dort eine gewisse einfach Wirkung, Signalwirkung zu zeigen, dann habe ich hier an dieser Stelle echt ein Problem. Witzigerweise war das mit, da stehen bestimmt keine Sperren, eigentlich nur ein Witz, aber ich habe irgendwie die Vermutung, es ist kein Witz, es ist blanker Ernst. So, während Raphael jetzt gerade pöbelt. Nur Fantasiepöbeln. Nur Fantasiepöbeln, das ist das Gute. Sind wir jetzt da angekommen, wo es jetzt eigentlich in der Absperrung sein müsste? Also Laut Plan, wir wären jetzt an dieser Stelle. Aber wie Sie sehen Sie nichts. Wir gucken jetzt auch nochmal hier an den Seiten, ob es da sind Schilder oder sowas. Genau, da gucken wir jetzt tatsächlich nochmal nach, ob es in irgendeiner Art und Weise hier vorne nochmal gekennzeichnet ist. Aber de facto ansonsten ist eine Sperrung, die eine Sperrung sein sollte, worauf sich vielleicht auch der Veranstalter verlässt, weil da vorne eben auch nichts Sicherheitstechnisches organisiert und geplant ist, einfach nicht vorhanden. So, und herzlich willkommen beim Verkehr in Berlin. Das ist ja hier nichts, ich werde mit direkt mit der Freigebiete. Ja, wir gucken mal, aber vom Prinzip her, nee, ist noch grün, also nichts, eine Straße, die gesperrt sein sollte. Laut Plan und laut Polizei. Irgendwie fährt hier jeder offensichtlich gerne bei Rot an dieser Strecke, ja, keine Ahnung. Rechtsabbiegerfeld funktioniert auch noch. Ist, ja. Ja, und jetzt fahren wir alle bei Rot, weil wir warten schon. Oh, das ist schön. Geil. Also, es ist auch verkehrstechnisch können sie es hier gar nicht machen. Warum? Wenn ich die Straße, die Budapester hier in der Verlängerung habe und hier zumache, dann habe ich zwei Themen, nämlich da habe ich das eine Thema, wie lenke ich sie ab? Da lang kann ich sie nicht ablenken, da bin ich nämlich hinten auf dem Kurfürstendamm. Doch, kann ich, weil die Nürnberger Straße gerade über den Kudamm rüber geht und sie dann quasi Richtung Tauentzienstraße kommt. Aber ich mache da ja trotzdem letztendlich auch offen irgendwo wieder eine Lücke. Dass es sich hier stauen wird, ist ja keine Frage, so. Aber hier die Richtung Budapester Straße, ist auch Budapester Straße. Im Endeffekt ja. Das gleiche Problem hatten wir schon am Zoo, das war, was wir zuerst gezeigt haben. Da hast du ja genau dieses Phänomen, dass es sich bis auf die Kreuzung zurückstaut, weil der Verkehr nirgends hinfließen kann. Also hätten sie es hier auch machen können. Und hier hätten sie sogar noch so schlau sein können, schwenkt man ein Stück nach rechts. Da hast du nämlich quasi nochmal eine, so weit bin ich gar nicht. Da hast du ja nochmal eine Umkehr für die Leute, die über die Budapester schon aus der falschen Richtung kamen. Achso, die meinst du hier vorne. Genau. Du könntest ja die Absperrung sogar noch dahinter ausstellen und dann nur die Busspur freilassen. Aber auch da bräuchte ich wieder,
Personal, was es kontrolliert. Genau, die Polizei hat genauso wie die Feuerwehr Personal nur. Den einzigen, die es gut geht, sind die Sicherheitsdienstleister. Ja, aber das überrascht mich auch gerade an dieser Stelle. Ich hoffe, man versteht uns noch. Das überrascht mich tatsächlich an dieser Stelle auch noch, weil wir jetzt gerade überfahren werden. Ja, schreibt eure böse Post und Leserbriefe dorthin. So, was wollte ich jetzt sagen? Achso, ja, weil es überrascht mich tatsächlich, wenn wir hier kleinere Veranstaltungen haben. Dann hättest du eigentlich hinterherlaufen müssen und dann die Kabine ranklopfen müssen. Aber egal, anderes Thema. Wobei, wir haben es auf Video, vielleicht stellen wir nachher noch Strafanzeige. Überraschend, lassen wir uns überraschen. Bringt ja auch nichts. Aber... Dafür musst du immer einen Stein bei haben. So, was wollte ich, ich versuche es jetzt zum dritten Mal. Ja, genau, wir haben ja sonstige Veranstaltungen, ja auch Kurfürstendamm hoch Richtung Halensee, genau in diesen ganzen Bereichen. Jetzt kommt der RTW, der gerade vorne stand, den wir auch gesehen haben. Was wollte ich sagen? Ja, jetzt zum vierten, fünften Mal. Wir haben ja normalerweise, sind ja die Bereiche durch private Sicherheitsdienstleister abgesperrt. Wenn wir hier Veranstaltungen haben, Kurfürstendamm und ähnliches, Vor 3 Jahren stand ich ja immer selber an so einer Barrikade. Das ist ein sehr, 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 sehr undankbarer Job. Ja, aber seien wir doch mal ehrlich. Das Ding ist jetzt seit dem 25.11. offen. Das heißt, die Sperrung müsste... Sprich, seit gestern. Wir nehmen heute am Dienstag auf. Und die Sperrung besteht bis mindestens, ich glaube, 19. oder 20. Januar. Das heißt, es sind gut 2 Monate. Eine Rundumbewachung. Jetzt kann jeder selber rechnen. Aber wenn wir mal von einem Stundenlohn oder von einem Stundensatz von, ich sag jetzt mal, 25 € ausgeben, was mit Sicherheit noch sehr, sehr niedrig gerechnet ist. Da kann sich jeder mal ausrechnen, was das für 2 Monate kostet, wenn wir hier rund um die Uhr, vor allen Dingen, das ist jetzt nur eine Position. Wir müssen ja von 1, 2, 3, 3 oder 4 Positionen ausgehen. A25 €. 1, 2, 3, 4, 5. Wieso 5? Kantstraße teilt sich oben, Kantstraße mit Kurfürstendamm teilt sich nachher, da hast du 2, dann hast du hier die dritte an der Budapest da oben. Budapest, da unten ist die 4. und da oben ist die 5. Ja, wieso? Ich brauche keine Person im Gegenverkehr stellen. Das heißt, ich habe Budapest da hier in unsere Richtung, wo wir jetzt gerade sind, eine Position. Kantstraße würde ich sogar noch rausfallen lassen, weil da Buden stehen, da kannst du nicht langfahren. Dann aber auf jeden Fall Kudamm, der vollgesperrt ist, auf der einen Seite, damit sie nicht Richtung Wittenbergplatz fahren können. Das macht 2. Dann hier oben Budapest, da 3. Und hier oben Kudamm nochmal in Richtung Halensee von Wittenbergplatz kommt noch eine Position, macht 4. Gut, du sparst dann ein, ich habe noch die wäre der 5. für mich gewesen. Aber ja, aber letztendlich kann sie auch Montag bis Freitag in der Zeit von, wenn der Weihnachtsmarkt aufmacht, bis 22 Uhr, also kann ich schon reduzieren ein bisschen und auch optimieren. Wenn jetzt nachts jemand meint, er müsste hier den Kudamm runterfahren und wenn keiner auf dem Weihnachtsmarkt drauf ist, dann auch reinbrettern. Ja, also ist kacke, aber... Ich rechne jetzt auch reines Personal, was du hinstellen musst. Dazu kommen ja dann noch Springer bzw. Pausenablösen und im Endeffekt einen Einsatzleiter musst du ja auch haben, der Ansprechpartner für dich ist. So einfach nur 3 Leute hinstellen, funktioniert natürlich nicht, keine Frage. Ja, aber am Ende des Tages stellt sich ja die Frage, wenn ich A sage, muss ich auch B sagen. Hier habe ich nicht mein schlecht gemachtes C. Das heißt, das Geld, was ich hier alles ausgebe, hätte ich an dieser Stelle auch wirklich einfach sparen können. Mir einfach schrecklich leid, dass ihr das alles mitbekommt, aber Traktor-Demonstration und irgendwie machen die jetzt hier nur noch Stadtausflüge, nachdem die großen zentralen Veranstaltungen beendet sind und ihr habt es auf dem Video gesehen, fahren wie Sau allesamt. Wenn der BVG-Bus eine bessere Terrorsperre ist als das, was man verbaut hat. Übrigens extrem süß, diese Einzeldinger immer zwischendurch. Also beileibe, tut mir einen Gefallen, sendet mir Testberichte oder sonst was durch. Ich habe ganz rum kommentiert das oder sonst irgendwas. Ich kann mir beileibe nicht vorstellen, dass dieses einzelne Ding, null verankert im Boden, herrenlos dort in der Gegend rumstehen, ein 40-Tonner, so wie ein Anis Amri fuhr, in irgendeiner Art und Weise aufhalten soll. Schau dir das vor allem mal an. Der Bus fährt jetzt dran vorbei, weil wir hier eine selbst für Berliner Verhältnisse haben wir hier eine sehr breite Busspur. Muss aber auch frei sein, weil wir sehen, der Bus... Kann ja mal ein Stück näher rangehen. Was aber viel witziger ist, die Sperre, die jetzt hier vor uns steht, lässt ja die komplette linke Spur frei, wo die PKWs so fahren. Das heißt, die Spur hat mindestens 3 Meter. Das heißt, ich nehme hier zwei
hier das meinst du, okay, durch. Ja, klar, hier hat uns vorbei. Quasi direkt. Ja, nochmal den Weg durch. Zack. Vorne stand ja nichts zur Erinnerung. Durch, zack. Pfeil hinten rein. Und wenn ich es ähnlich anstelle, komme ich sogar an den Pollern vorbei, sodass ich quasi nur seitlich an den Dingern ein Stück hochfahre. Bretter sogar noch eine rein. Mega. Ich bin ja sowas von in Weihnachtsstimmung. Ich wäre dafür, ich gebe jetzt Raphael. Ja, wegen der 90er-Mucke auf dem Weihnachtsmarkt oder so. Weil ich würde jetzt Raphael anbieten, hier sich 5 Euro zu verdienen. Wir haben hier gerade einen schönen freien Platz. 5 Euro und der singt Last Christmas aus vollem Herzen. Ja, 10 Euro, wenn du meinen Rucksack nimmst, in die Menge schmeißt und rufst Anno Agenfahr. Ich glaube, das ist die Stelle, die wir wahrscheinlich rausschneiden müssen. Niemals. Wobei natürlich auch interessant ist, ob das eine... Das ist kein Straftatbestand, oder? Doch. Wer ist es? Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten. Ja, habe ich was angedroht? 126 StGB. Habe ich was angedroht? Ja. Nein, was habe ich denn? Ich habe nur meinen Rucksack weggeworfen. Ja, und du hast was dabei gerufen, was ich... Ich meine, ich schmeiß auch meine Katze an die Wand, also... ich habe keine Katze. Aber das nochmals fürs Protokoll. Ich habe ja keine Ahnung. Raphael wollte jetzt unbedingt nochmal zu den Polizisten hingehen. Mit ihm sprechen und ihn fragen, wie das jetzt mit den Sperrungen tatsächlich aussieht. Ja, die haben keine Ahnung, wie er sich vorstellt, was er sagt, aber die schauen jetzt beide total gespannt auf den Stadtplan und diskutieren offensichtlich darüber, dass wie diese Sperrungen, die dort angedeutet sind, interpretiert wurden. Ja, wie gesagt, also großes Lob. Ich meine, gut, ich bin vielleicht auch noch die Generation, wo man sagt, ja, Respekt vor der Polizei. Und ich hätte wahrscheinlich auch viel zu viel Sorge, dass man blöd gefragt und angesprochen wird, wieso, weshalb man das macht. Aber der Polizist scheint zumindest echt total nett und auskunftsfreudig zu sein. Und mal gucken, was Raphael jetzt gleich wieder zu berichten hat. So, wir sind jetzt tatsächlich nochmal an dieser Stelle Richtung Budapester Straße, wo er praktisch eine wunderschöne Durchfahrt haben, bis direkt rauf auf den Weihnachtsmarkt. So, Raphael, erzähl nochmal, du hattest gerade nochmal mit dem Polizisten, mit dem Polizeibeamten gesprochen. Ach ja, genau. Also entgegen des Zeitungsartikels sagt er jetzt gerade, dass die Budapester in Richtung, also vom Zoo kommt zum S-Bahnhof zu Lothar Garten. Warte, wir ordnen es mal ein. Also genau. Vom Zoo kommen, das ist praktisch diese Richtung hier runter. Nee, andersrum. Quasi von hier kommen. Achso, du meinst nicht von Zoologischer Garten, nee, sondern vom Zoo Richtung Zoo. Ja dahin, oder vom Aquarium kommt Richtung Zoologischer Garten, S-Bahnhof. Sollte gar nicht gesperrt sein. Also das haben sie offensichtlich entgegen des Artikels geändert. Kudamm genau die gleiche Sache, da hat er sich vorhin offensichtlich versprochen, oder habe ich falsch verstanden. Aber Kudamm vom Zoo kommt, also quasi Schwäbisch-Hauptstadt, wäre diese Straße und dann quasi von da hinten kommen, hier lang fahren, soll auch nicht gesperrt sein. Deswegen stehen da auch keine Sperren. Das heißt, die haben... Vergleich zu dem, was in dem Zeitungsartikel stand, auf dem wir uns gerufen hatten im letzten Podcast, haben sie nochmal gut eingespart an Sicherheitsmaßnahmen. Offensichtlich sind sie so überzeugt von ihren Panzersperren oder LKW-Sperren, nennen wir die mal lieber so, dass man hier sogar die Sperrung der Straße entweder aufgegeben hat oder man hat sich dem politischen oder bürgerlichen Druck gebeugt, weil die gesagt haben, wenn ihr uns die Straße hier sperrt, dann ist das Berlinianisch. So, das waren unsere Eindrücke vom Weihnachtsmarkt Breitscheidplatz in Berlin. Wir sind gespannt, was ihr dazu sagt. Ihr seht schon, wir haben uns zwischenzeitlich in den ganzen Schnittpausen haben uns den einen oder anderen Glühwein gegönnt, sodass der Florian schon am Singen ist. Die Preise sind unglaublich teuer geworden dieses Jahr, das muss man auch dazu sagen. Allerdings, ich habe nur vorhin mal kurz nach dem Schoko-Obst geguckt, die sind glaube ich bei 3,50 dieses Jahr, was ich schon echt happig finde für so ein Stück Gemüse. Obst. Ja, das waren auf jeden Fall unsere Eindrücke. Wir würden uns echt über eure Meinung freuen. Also sofern ihr Lust, Zeit und guten Mutes seid, haut in die Tasten, verratet uns mal eure Meinung. Fragen könnt ihr uns natürlich auch immer wieder gerne stellen, das wisst ihr. Einfach in die Kommentarspalte oder aber an unsere E-Mail-Adresse. Florian, sag mal schnell die E-Mail-Adresse. Sicherheitsphilosophen@gmail.com. Genau. Sehr gut, der hat aufgepasst und nicht geschlafen.
Genau, dann hören wir uns quasi in... Genau, wir hören uns dieses Jahr noch einmal voraussichtlich, also genau. Definitiv in 2 Wochen, Mitte machen, Dezember. Machen wir nochmal so einen Weihnachtspodcast, so ein Review passieren lassen, wie man das immer so schön macht. Das wird noch 4 Vorbereitungen. Nee, das machen wir nicht. Das habe ich letztes Jahr auch gemacht. Ja, aber das müssen wir nicht jedes Jahr. Dann mache ich das alleine. So. Du machst ein Review passieren lassen in einem Podcast, den wir erst dieses Jahr angefangen haben. Ja, ich lese es vor. Also nicht den Podcast, sondern das, was dieses Jahr passiert ist. Ich lese alle Podcasts hintereinander vor, indem ich sie mir vorher ausdrucke. Das wird eine lange Folge, Freunde. Aber vorher steht ja auch lange Folgen. Man hat ja Zeit zu Weihnachten. Genau, also, was machen wir jetzt noch? Wir werden hier uns tatsächlich versuchen, das... noch mal ein bisschen in Weihnachtsstimmung zu kommen. Das war ja jetzt alles beruflich. Wir verabschieden uns jetzt, trennen das Berufliche vom Privaten ab. Schlendern noch mal so über den Weihnachtsmarkt und genau, dann 2 Wochen vielleicht das Jahr-Revue passieren lassen. Nicht unsere Podcast-Folgen. So ein bisschen noch mal gucken, was so wir an Themen hatten oder nicht. Sicherheit schläft nie. Wir haben keine Zeit für Rückblicke. Wie gesagt, es wird dann eine sehr lange Folge. Euch danke ich fürs Zugucken. Schreibt vielleicht auch nochmal, wie ihr das neue Format findet. Und dann erstmal einen schönen Start in die Weihnachtszeit. Einen schönen ersten Advent. Und wir hören uns dann so in etwa 2 Wochen wieder. Genau, bis dann. Auf Wiedersehen. Tschüss.